und zwar zu unserem ersten Live-Talk. Unser nächster Speaker ist Satan. Er studiert Medientechnologie an der TU Ilmenau und arbeitet außerdem im Bereich Machine Learning. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit AssemblyScript und ist dabei auf die Zeitzonen-Datenbank der IANA gestoßen. Und was er dort gefunden hat, das erzählt er uns jetzt. For English-speaking viewers, there's a translation to listen to it in the web player, select language selection and then translate it. Und jetzt Bühne frei für Satan. Dankeschön. Genau, herzlich willkommen zu meinem Talk über Zeitzonen-Datenbank und warum man die am besten nicht selbst implementieren sollte. Genau. Erstmal so, was ich jetzt erzählen werde. Erstmal so grundsätzlich ist so über die IANA Zeitzonen-Datenbank, was es ist und was so die Hauptaspekte sind, die da drin enthalten sind. Und dann werde ich anhand von Beispielen und Spezialitäten, die da drin enthalten sind, die Funktionalitäten darstellen. Und am Ende kommt nochmal eine kleine Zusammenfassung darüber, was man damit dann machen kann. Genau, also grundsätzlich ist die Zeitzonen-Datenbank von der IANA veröffentlicht. Das ist die Internet Assigned Numbers Authority. Die kümmert sich darum um so Sachen wie DNS oder Zeitzonen oder eben auch wie IP-Adressen. Andere Namen für die Zeitzonen-Datenbank sind auch TZ, TZDB oder ZoneInfo. Das kennt man aus unterschiedlichen Libraries oder sowas, kommen einem diese Begriffe vielleicht bekannt vor. Und die Idee dahinter ist, dass man eine möglichst vollständige Liste aller Zeitzonen und Regeln hinter diesen Zeitzonen und Offsets, die dadurch entstehen, für alle Länder weltweit. Und also nicht nur Länder, sondern auch Gebiete, das ist nicht unbedingt immer geografisch. Zeitdifferenzen auszurechnen. Diese Datenbank wird ständig aktualisiert. Das heißt, immer wenn irgendwo ein Gesetz veröffentlicht wird oder irgendwo irgendwelche neuen Länder entstehen oder sonst irgendetwas sich passiert, was eine Änderung dafür nötig macht, wird die geupdatet und wird dann verteilt, möglichst schnell, damit alle Systeme, die eben auf diese Datenbank basieren, möglichst schnell abgedatet werden. Auch man könnte jetzt erwarten, dass sie irgendwie erst seit kurzem die Daten enthält, aber in dieser Datenbank sind eigentlich Zeitzonen auch für die längere Vergangenheit enthalten, auch vor 1970 und 1972, also zum Beispiel 1970 hat ja die Unix-Zeit begonnen und erst seit 1972 gibt es die UTC, das ist die Coordinate Universal Time. Genau, dann so grundsätzlich ist zu der Datenbank, wie sie aufgebaut ist. Es ist eine öffentlich erreichbare Ordner mit Dateien. Es sind einfach nur Textdateien. Es gibt zum Beispiel über die Webseite kann man das erreichen, da kann man sich TAR-Archive runterladen. Oder es gibt ein Git-Repo, in dem man die sich runterladen kann. Es gibt auch einen FTP-Server oder einen Rsync-Server dafür. Also das ist möglichst flexibel gehalten, damit der Aufwand, daran zu kommen, möglichst gering ist. Das Ganze besteht aus Textdateien. Das ist einfach, und diese Textdateien sind nach Kontinent aufgeteilt. Zum Beispiel gibt es eine Textdatei für Europa, eine Textdatei für Nordamerika und so etwas. Und in dieser Textdatei sind CSV-ähnliche, also in dem Fall eher, also CSV steht für Comma Separated Values. In dem Fall ist es Character Separated Values, weil das sind tab-separierte Tabellen, in denen eben diese Daten gespeichert werden. Daneben sind in diesen Dateien noch ganz, ganz viele Kommentare, in denen steht, warum etwas geändert wurde, wann sich etwas geändert wurde und eben auch Links dazu zu den Gesetzestexten und solchen sonstigen Referenzen, die eben hilfreich sind, um die Datenbank zu verstehen. Zusätzlich gibt es dann noch in diesem Ordner noch ein paar Skripte, mit denen man sich diese einigermaßen menschenlesbaren Formate, diese Tabellen, in ein maschinenlesbares Format exportieren kann, um die auch in Libraries und sowas zu verwenden, um nicht immer den Text parsen zu müssen. Genau, dann eine der von den beiden grundsätzlichen Hauptdatenpunkten, die enthalten sind, sind einmal die Zonen. Die sind meistens so benannt nach einem Kontinent oder einem Ozean und dann mit einem Schrägstrich und dann eine große Stadt, die da drin ist. Zum Beispiel jetzt wie in diesem Fall ist jetzt ein Auszug aus dem Europe-Datei. Und da gibt es eben die Zone Europe/Berlin. Und diese Tabellen enthalten eine Liste von Regelsatzänderungen. Das heißt,
Da steht sozusagen drin, von wann bis wann muss welcher Regelsatz angewendet werden. Was das genau ist, komme ich noch später dazu. Und was da eben auch drin steht, ist der Base Offset, also sozusagen für diese Zeitzone der Offset, den alle Gebiete in dieser Zone grundsätzlich erstmal haben. Und was es auch noch gibt, ist eben dieses Format-Spalte. Und diese Format-Spalte ist sozusagen ein Name für diese Zeitzone. Und das sind auch, seht ihr gerade dieses Prozent S, aber da komme ich später nochmal genauer dazu. Das zweite sind die Regeln. Das sind die ganzen Regelsätze und jede Zeile ist sozusagen eine Regel, wann irgendwo sich ein Offset ändert. Und was da zum Beispiel auch enthalten sind, seht ihr die letzte Spalte, die Letterspalte. Da steht zum Beispiel dann eine Buchstabe drin, der dann in diesen Namen von der Zeitzone eingefügt wird. Und zum Beispiel ist auch eine interessante Sache an diesen Regelsätzen, dass es für Wechsel auf Sommerzeit und Wechsel auf Winterzeit zwei unterschiedliche Regeln gibt. Das heißt, es können sozusagen der Wechsel auf die Winterzeit kann sich häufiger ändern als der Wechsel auf die Sommerzeit. Und jetzt kommen wir zu den kleinen Beispielen, die ich euch zeigen werde, um sozusagen die Syntax und wie das Ganze aufgebaut ist, näher zu bringen. Und ab sofort werde ich auch nicht mehr den Code anzeigen, sondern schöner formatierte Tabellen, damit es ein bisschen besser lesbar ist. Genau, das erste ist Zion. Das ist das erste, ein Gebiet. Und das ist das erste, was ich gefunden habe, weil ich habe einen Parser gebaut, sozusagen, um dieses menschenlesbare Format auszulesen. Und das war am Anfang war das Parsing nur für einzelne Dateien. Und als ich dann das Parsing mal für alle Dateien getestet habe, ist eben an dieser Stelle der Parser fehlgeschlagen, weil diese Syntax free kleiner gleich 1 in der kompletten Datenbank genau einmal vorkommt. Und was diese Syntax eigentlich bedeutet, wir haben jetzt hier das In- und das On-Feld sozusagen bestimmen sozusagen, wann diese, und das At-Feld auch, bestimmen sozusagen, wann dieser Übergang, also wann dieses Offset sozusagen, was in dem Save, in der Save Spalte steht, angewendet wird. Und wenn da free kleiner gleich 1 steht, bedeutet das, dass es der erste Freitag im April ist, aber maximal der erste. Das heißt, wenn der erste Freitag im April auf den zweiten oder bis zu den sechsten fällt, dann nehmen wir den Freitag aus dem Vormonat. Und das ist eben schon genau eine dieser Stellen, die dann sehr, sehr schwierig zu implementieren ist, wenn man dann diese Datenbank dann auch verwenden will sozusagen, also Libraries dafür schreiben will. Dann ein zweites Beispiel ist Lord Howe. Das ist eine Insel in Australien. Und dort gibt es zum Beispiel eine Sommerzeit von, oder ein Daylight Saving von 30 Minuten. Das heißt, die wechseln immer zwischen 0 Minuten Offset und 30 Minuten Offset. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel diese Größergleich-Syntax. Also das ist eine ähnliche Syntax, bloß mit Größergleich statt Kleinergleich. Die besagt eben, dass es der erste Sonntag im Monat ist, aber minimal der erste. Das heißt, es ist einfach immer nur der erste Sonntag im Monat. Dann eine interessante Sache, die ich gefunden habe, ist Kriegs- und Friedenszeit. Da gibt es im US-Regelsatz gibt es da zwei Änderungen von den Offsets. Einmal 1942 und 1945, die sozusagen diesen Letter auf W und P für War und Peace setzen. Und damit ist sozusagen, wird dann diese Zeitzonenname gefüllt. Da komme ich auch später nochmal dazu, wie das dann in den Zonen aussieht. Was man da zum Beispiel auch sieht, ist in der To-Spalte steht dann Only. Und das heißt, dieser Wechsel findet nur in genau diesem einen Jahr statt und danach nicht mehr. Genau, was man da auch sieht, ist in dem At-Feld in der vierten Zeile ist dieses kleine U. Es gibt da so kleine Suffixe, die da hinten dranhängen können. Da gibt es zum Beispiel S, das steht für Standard. Da ist dann wird der Base-Offset aus der Zone verwendet. Es gibt G, dann wird sozusagen die Zeit in Greenwich Mean Time verwendet. U für UTC, was jetzt in dem Fall der Fall ist, für wieder Coordinated Universal Time. Oder was zum Beispiel auch da stehen kann, was auch der Standard ist,
ist W, das heißt Volk für Volclock, und das heißt, es ist die Uhrzeit, die es an der Stelle zu dem Zeitpunkt auch wirklich hätte. Also die man an der Stelle von der Uhr ablesen würde. Und da das aber der Default ist, wird das dann meistens weggelassen. Dann so, wie Sommer- und Winterzeit funktioniert. Es gibt, wie vorhin schon erwähnt, getrennte Zeilen für Wechsel auf Sommerzeit und Wechsel auf Winterzeit. Und das sieht man jetzt hier in dem US-Beispiel auch ganz schön, dass sie den Wechsel auf Daylight Saving Time deutlich häufiger geändert haben als auf Summertime. Was man jetzt auch hier zum Beispiel sieht, ist in dem To-Feld ein Max. Und dieses Max bedeutet sozusagen bis in die Gegenwart. Implementiert ist das in manchen Implementationen, dass an der Stelle einfach der maximale Integer genommen wird und dann ist das irgendein Jahr ganz weit in der Zukunft. Und das ist aber immer sozusagen bis aktuell zur Gegenwart, was das auch aktuell ist. Dann habe ich noch ein Hawaii mitgebracht. Dort sieht man zum Beispiel, das ist jetzt eine Zone. Bei einer Zone sieht man, dass in den ersten zwei Spalten die Zeilen nicht wiederholt werden. Das liegt daran, dass sozusagen die Zone sich immer auf die gleiche Zone bezieht, deswegen wird das dann weggelassen. Und was man dort auch sieht, ist, das Format steht LMT, also Abkürzung, das ist dann die Abkürzung für die Zeitzone in der Formatspalte. Und LMT steht für Local Mean Time und ist eigentlich gar kein richtiger Zeitzonenname, wird aber innerhalb der Datenbank immer verwendet, wenn es zu dem Zeitpunkt keinen richtigen Namen dafür gibt, weil nichts veröffentlicht ist oder sonst irgendetwas. Das sieht man auch, dieser Name gilt sozusagen bis 1896, das heißt, das ist schon eine ganze Weile her, bevor man überhaupt so viel mit Zeitzonen und sowas sich Gedanken gemacht hat. Was man auch hier an dem Hawaii-Beispiel sieht, ist dieses %S in der vierten Zeile im Format. Und an dieser Stelle wird dann der Buchstabe, der in der Regel festgelegt wird, eingesetzt. Da muss eine Sache, die man da beachten muss, ist, dass das für, damit das funktioniert, muss für diesen Zeitpunkt oder für diesen Bereich auch ein Regelsatz gelten. Weil zum Beispiel, wenn da jetzt halt ein Minus oder eine einfache Zahl steht, dann gilt da kein Regelsatz und dadurch ist natürlich auch kein Buchstabe dafür definiert. Was man jetzt genau, ich auch gerade schon erwähnt hatte, ist, dass auch eine Zahl stehen kann in Rules. In Rules stehen sozusagen, welcher Regelsatz gerade angewendet wird. Wenn da Minus steht, gibt es einfach keinen Regelsatz. Dann gilt sozusagen einfach nur der Standard-Offset. Wenn da eine einfache Zahl steht, also eine Stunden- und Minutenzahl, dann ist das sozusagen der Offset. Und wenn eine Buchstabenkombination dasteht, dann ist das das Regelsatz, der zu dem Zeitpunkt gilt. Genau, dann hab ich noch Alaska. Alaska wurde 1867 von Russland an die USA verkauft und dadurch haben sie ihren Offset von positiv 15 Stunden auf negativ 9 Stunden, also ungefähr, gewechselt, um sozusagen einmal auf die andere Seite der Datumsgrenze zu gehen. Und was daran auch interessant ist, ist, dass dieser Tag sozusagen doppelt stattgefunden hat, weil sozusagen um 15.33 Uhr, dann im Jahr 1867, haben sie um 24 Stunden zurückgesetzt, die Uhrzeit, und dann hat der Tag sozusagen nochmal stattgefunden. Und jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung, wie das dann alles gemeinsam funktioniert. Wir gucken jetzt die Zeitzone und den Regelsatz an, der aktuell bei uns gilt. Wir haben jetzt hier die Zone, Europe Berlin, das ist für Deutschland die Zone, die verwendet wird. Und wir sehen, dass der vorletzte Eintrag bis 1980 gilt. Das heißt, wir sind darüber hinaus. Und wenn das Until-Feld leer ist, heißt es einfach bis jetzt. Und da sehen wir haben einen Standard-Offset von einer Stunde. Und der Regelsatz, der gerade gilt, ist EU. Und das Format, also der Name, ist CE, dann der Platzhalter und dann ein großes T. Jetzt schauen wir uns den EU-Regelsatz an. Der aktuell gilt. Da haben wir seit 1981 und 1996 gelten eben diese beiden Regeln, um in Sommerzeit und in Winterzeit zu wechseln. Und zwischen Oktober und März gilt die untere Regel. Also wir haben sozusagen im Oktober haben wir die untere Regel angewendet, um den Save, also den zusätzlichen Offset, auf 0 zu setzen. Das heißt, wir haben einen Standard-Offset von 1. plus unseren Save von 0. Das heißt, wir sind aktuell bei einem gesamten Offset von UTC
von 0. Und jetzt können wir uns noch den Letter angucken. Da ist aktuell ist da ein Strich, das heißt einfach nichts. Und wenn wir das jetzt in das Template einsetzen, steht da CET und das ist Central European Time. Und wenn wir jetzt halt sozusagen in der Sommerzeit wären, würde da ein S drin stehen und dann hätten wir Central European Summertime. Genau, das wäre es jetzt auch so von meiner Seite aus. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt dann noch viel Spaß auf dem Rest vom Kongress. Genau, wenn ihr jetzt dann noch, habe ich noch ein paar Links. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mir per Mastodon schreiben und noch einen Link zur Zeitzonen-Datenbank. Genau. Vielen Dank, Satan, für den Dankeschön. Interessanten Talk. Genau. Am Anschluss an den Talk wird es eine kleine Breakout-Session geben. Satan wird da auch nochmal zur Verfügung stehen. Das passiert in der RC3 World im FemOffice. Das müsste jetzt auch noch eingeblendet werden. Genau, perfekt. Genau, und hier auf dem FEM-Kanal wird es jetzt dann um 19 Uhr mit der nächsten Herald News Show weitergehen und um 20.15 Uhr mit dem nächsten Talk zu Grundlagen der Videokompression. Bis dahin und vielleicht bis gleich.